in der Bad. Eine Auseinandersetzung mit einem Gastwirt in der Nähe von Jena. Der sah 5 BFCer und weigerte sich, die vermeintliche Nazi-Bande zu bedienen. Resultat war eine Agenturmeldung, nach der eine Horde randalierender Berliner Fußballfans eine Gaststätte in Schutt und Asche gelegt hätte. In Wirklichkeit war eine Speisekarte zu Bruch gegangen. Alle Täter wurden noch vor dem Spiel verhaftet.